In Hamburg ist es vor dem Fußball-EM-Spiel Niederlande gegen Polen am Sonntagnachmittag zu einem Großeinsatz der Polizei gekommen. Ein Mann hatte mitten im Fantrubel nahe der Hamburger Reeperbahn Polizeibeamte und Passanten mit einer Spitzhacke bedroht. Der Mann habe nach Polizeiangaben außerdem versucht, einen Brandsatz zu zünden. Laut Augenzeugen setzten die Sicherheitskräfte zunächst Pfefferspray ein, um den Mann zu stoppen. Jedoch ohne Erfolg. Danach hätten Polizisten mehrere Schüsse abgegeben und den Mann am Bein getroffen. Ja, wir gehen davon aus, dass das hier ein solitärer Fall ist, also abgekoppelt vom Fußball. Es hat offensichtlich auch keinen Fußballbezug, sondern hier haben wir es eben mit einem Einzeltäter zu tun. Und insofern sehe ich jetzt überhaupt keine Gefährdungslage oder keine Auswirkungen auf das Spiel. Erst am Freitagabend hatte ein Mann in Wolmirstedt bei Berlin auf einer privaten EM-Feier Menschen angegriffen. Ein Mann und der Angreifer selbst sind dabei getötet worden.